Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Gut. Dann lass uns die Reichsmark benutzen. Ich glaube, wir gehen zu den... Wie heißt der Kastenspieler? Wo war er? Hier. Ja, Leinkastenspieler. Er hat einen Hut. Vielleicht, wenn wir Geld reinwerfen. Keine Ahnung. Kriegen wir den Hut? Weil der genug Geld hat oder so? Keine Ahnung. Also geht nicht. Aber wir brauchen den Hut. Leider habe ich nicht genug Geld dabei, um den Mann eine kleine Spende zukommen zu lassen. Doch. Hier. Ach Menno. Dann reden wir nochmal mit ihm. Hallo. Irgendwie war ich mir sicher. Immer noch Friedhofsruhe. Trefflich erkannt. Und mal ganz unter uns Mittellosen. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass sich außer Ihnen noch jemand hierher verirrt. Viel Glück. Ich setze dann mal meinen Stadtrundgang fort. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und irgendwie war ich mir sicher mit der Münze. Ich finde das, diese Flammen, das ist echt spektakulär. Ich glaube, heutzutage sehen wir das so nicht, oder? Naja, gut. Okay, Münze. Gut. Wofür könnte ich an... Ah, Moment. Es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar, ja, wir haben hier eine Telefonzelle. Wir könnten theoretisch die Telefonzelle damit benutzen. Nur ich weiß nicht, wofür. Dann will ich mal telefonieren. Ja, telefonier mal. Wer rufst du an? Fernsprechvermittlung Berlin. Wohin können wir Sie durchstellen? Ich weiß eigentlich gar nicht... Wenn ich es anrufen möchte. Ja, aber würde ich sagen. Wenden Sie mich bitte mit Kaffee, Erika. Das ist aber hier. Okay. Warum sollte ich im Café Erika anrufen? Ohne einen triftigen Grund verschwende ich meine einzige Münze besser nicht für ein sinnloses Telefonat. Entschuldigen Sie, ich habe ganz vergessen, wen ich eigentlich anrufen wollte. Dann sollten Sie wieder auflegen. Falls kein Gespräch vermittelt wurde und Sie von einem öffentlichen Münzfernsprecher aus anrufen, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Oh, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Na, das ist ja nett. Nicht so wie heute. Eine Computerstimme. Ja, Moment. Ich glaube, ich habe jetzt einen Faden verloren. Infoblatt. Plakat. Lutscher. Journalistjacke. Edison hat seine Jacke über den Stuhl gehängt. In der Brusttasche stecken eine Brille und sein Presseausweis. Ja, den brauchen wir. Ja, richtig. Ich habe schon wieder das große Ganze vergessen. Also, du brauchst Hut, Brille, den Ausweis und Fotoapparat. Damit du als Journalist durchkommst. Ah, okay, Moment. Aber dann, wie kriegen wir den Fotoapparat dann von ihm? Den Presseausweis aus der Jacke könnte ich gut brauchen, um zu Glenn ins Stadion zu kommen. Aber bevor ich jetzt gleich wieder ans Stehlen denke, sollte ich Edison einfach erstmal höflich fragen. Vielleicht borgt er ihn mir ja. Das glaube ich nicht, aber versuch dein Glück. Entschuldigen Sie, Mr. Edison. Darf ich kurz stören? Ach, stören würden Sie nur, wenn mir das Lesen dieser Zeitung Vergnügen bereiten würde. Was es, um ehrlich zu sein, mitnichten tut. Worum geht es denn? Ich habe den Presseausweis in Ihrer Jacke bemerkt und mich gefragt, ob Sie ihn mir nicht vielleicht borgen könnten. Nur heute Abend, damit ich zu den Wettkämpfen ins Stadion kann. Ich fürchte, das geht nicht, da ich selbst noch zu einem Wettkampf muss. Außerdem kann ich mit dem Ausweis kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Aber es ist wirklich sehr wichtig, dass ich heute Abend noch ins Stadion komme. Aber Herr Kollege, wir reden hier doch lediglich von Sport, oder? Das sollten Sie nicht überbewerten. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann können Sie sich Ihren Presseausweis ausstellen lassen und mit der Berichterstattung loslegen.
Gut, ich verstehe. Entschuldigen Sie nochmal. Nichts für ungut. Mhm. Okay, jetzt weiß ich, wofür die Mütze ist. Wetten, jetzt wirst du... Dann will ich mal telefonieren. Ja. Und jetzt wirst du kein Problem haben. Fernsprechvermittlung Berlin, wohin können wir Sie durchstellen? Das Café anzurufen. Ich müsste diesen Edison irgendwie ins Café locken. Dann könnte ich mir vielleicht seinen Presseausweis borgen, ohne den ich leider nicht zu Glenn ins Stadion komme. Na schön, dann versuche ich mal mein Glück. Das Café Erika am Pariser Platz, bitte. Haben Sie bitte einen Augenblick Geduld. Café Erika, mein Name ist Wagner. Was können wir für Sie tun? Haben Sie einen Gast namens Edison, Baltus Edison? Ja, Herr Edison ist derzeit unser Gast. Wen darf ich melden? Hier spricht sein Chefredakteur aus London. Sagen Sie ihm bitte, es sei dringend. Er muss sofort zurückkommen. Es geht um pikante Vorfälle im Buckingham-Palast. Er soll darüber einen Artikel schreiben. Ich werde es ausrichten. Warten Sie bitte einen Moment. Herr Edison, schon wieder ein Telefongespräch für Sie. Wer ist es denn dieses Mal? Ihr Chefredakteur aus London. Es gibt wohl einen dringenden Auftrag, das britische Königshaus betreffend. Endlich! Meine Gebete wurden erhört. Wo ist das Telefon? Folgen Sie mir bitte. Aber das ist echt leichtsinnig. Ich würde niemals meine Jacke so hängen lassen. Ich würde sie mitnehmen. Ist zwar nicht gerade die feine englische Art, aber verglichen mit meinen Problemen wären die Konsequenzen des Ausweisdiebstahls für Edison doch eher trivial. Er verliert womöglich einen Job, den er hasst, und muss künftig für Busfahrten ein paar Groschen zahlen. Ich halte das für durchaus akzeptabel und mein schlechtes Gewissen hat sich auch schon wieder beruhigt. Wo willst du hin? Es tut mir wirklich sehr leid, dass die Verbindung zusammengebrochen ist. Dafür können Sie doch nichts. Ich gehe ins Hotel und versuche, meinen Chefredakteur von dort aus zurückzurufen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, vielleicht denkt er, dass er unterwegs verloren hat. Dann wird er uns nicht verdächtigen. Nun habe ich einen Presseausweis und sehe dem Mann auf dem Foto auch recht ähnlich. Bis auf seinen Spitzbart, die Brille und den Hut. Moment, wie? Du brauchst noch einen Bart? Ich meine, Spitzbart? Okay, Brille haben wir schon. Die Brille, die ich zusammen mit dem Presseausweis aus Edisons Jackentasche geklaut habe, sie gehört zu meiner Verkleidung als Journalist, mit der man mich dann hoffentlich ins Stadion lässt. Ja, ja, das weiß ich. Musst du mir nicht alles erklären. Okay, da reden wir nochmal mit denen. Müssen wir was machen, damit er uns ein Fotoapparat leiht. Oder wie du das sagst, borgen. Guten Tag, Herr Graf. Ah, Sie schon wieder. Fotograf. Der Fotograf. Ich find's immer noch lustig. Um nochmal ein Fotograf von Boots zurückzunehmen. Da müssen wir... Ich muss doch noch mal wegen des Fotografierverbots fragen. Ja, bitte? Sie sagten, falls es hier auf dem Pariser Platz ein Fotografierverbot gäbe, dann könnten Sie das beim Magistrat der Stadt ändern lassen? Immerhin zählen einige der Abgeordneten zu meinen besten Freunden. Und ich glaube kaum, dass einer von ihnen zulässt, dass der Graf von Droste-Schattenburg sein aktuelles Fotografieprojekt nicht zu Ende führen kann. Was passiert aber dann mit Ihrer Kamera und der laufenden Aufnahmeserie? Vielleicht findet sich ein interessierter Passant, der so lange ein Auge darauf hat. Aber ja, natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Ja, okay, alles klar. Ich möchte Sie dann mal nicht weiter von der Arbeit abhalten. Danke. Ja, aber... Verkehrsschild. Okay, also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass hier jetzt ein Verbot ist. Also ein Fotografverbot. Fotografierverbot. Aber wir haben keinen Stift. Wir haben, oder müssen wir irgendwo ein Schild klauen? Kannst du den nehmen? Ich kann es nicht abnehmen. Gut. Gehen wir nochmal zu den...
Leierkasten-Kollegen. Wir müssen doch irgendwie einen Hut bekommen. Ah, warte mal. Ich habe das gleich falsch gemacht. Ich habe die Münze nicht mehr. Hey, hallo, wo bist du hin? Hier ist die Party, nicht da. Ich dachte, wir könnten die Münze in den Kasten werfen, aber... Hallo. Wie ich sehe, herrscht hier immer noch Friedhofsruhe. Trefflich erkannt. Und mal ganz unter uns Mittellosen. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass sich außer Ihnen noch jemand hierher verirrt. Viel Glück. Ich setze dann mal meinen Stadtrundgang fort. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja. Moment, aber wie kann ich mit ihm reden? Den Hut könnte ich gut gebrauchen, wenn ich diesem Edison auf seinem Presseausweis ähnlicher sehen möchte. Aber deswegen einem mittellosen Leierkastenmann den Hut stehlen? Nein. Was heißt hier stehlen? Du nennst das Borgen. Aber der will das nicht, ihr... Die Oberfläche des Deckels ist zwar etwas zerkratzt, insgesamt sieht er jetzt aber wieder glänzend sauber aus. Keine Ahnung, willst du Blümchen? Infoblatt. Werbeblatt. Auf diesem Poster wird für einen Fotoapparat geworben. Ah, das ist unser Schild! Aber dann müssen wir jetzt schreiben Verbot. Auf diesem Poster wird für einen Fotoapparat geworben. Können wir damit schreiben? Nein. Ist hier noch was? Wieso kriegen wir denn den Hut nicht? Ein Leierkasten. Oder soll ich das so machen? Ne. Na gut. Dann kümmern wir uns um das Schild. Aber da brauche ich einen Stift. Oder? Es hat an der Litfaßsäule schon nicht mehr richtig geklebt. Wie sollte es dann hier halten? Davon abgesehen, frage ich mich natürlich, warum ich hier Werbung für eine Kamera anbringen sollte. Das mit den Kleben, das haben wir schon hier. Oder da? Aktionen dieser Art hinterfrage ich nicht mehr. Jetzt ist das Schild jedenfalls mit einer klebrigen Zuckerschicht überzogen. Dank der Zuckerschicht würde das Werbeposter zwar an dem Haltestellenschild kleben bleiben, aber warum sollte ich hier Werbung für einen Fotoapparat anbringen? Ja, ich dachte, wir kleben und dann später machen wir daraus Verbot. Rote Soße. Da muss damit was. Aber wir können damit nichts machen. Gern würde ich ihr etwas über gesunde Ernährung erzählen, aber ich denke nicht, dass sie das sonderlich interessiert. Ja gut, ich überlege gerade, was übersehe ich? Also hier ist nichts. Da, wo sind wir? Da ist der... Ein Kastenspieler, der den Hut hat. Den müssen wir irgendwie bekriegen. Museum. Aber im Museum ist nichts. Und neue Location haben wir nicht bekommen. Ich versuche nochmal, das irgendwie mit dem Hut zu regeln. Hier.
Irgendwas müssen wir ihm doch geben, oder? Infoblatt. Wir können hier mit gar nichts interagieren. Das kann doch nicht sein. Das ist unmöglich. Oh, wir können ja die Healing-Flasche nicht mehr benutzen. Okay. Mit diesem Hut würde ich dem Ausweisfoto von Edison deutlich ähnlicher sehen. Ja, ich weiß. Hallo, ich bin's wieder. Tachchen auch. Wie Sie sehen, tanzt hier immer noch nicht der Bär. Ach ja, jetzt? Hä? Übrigens, mir gefällt Ihr Hut hier auf dem Leierkasten. So? Das alte Ding setze ich kaum noch auf. Benutze ihn als Geldschale. Er scheint seinen Zweck allerdings nicht besonders gut zu erfüllen, oder? Jedenfalls ist kein Geld drin. Will da etwa jemand behaupten, das liegt am Hut? Sieht sehr speckig aus. Vielleicht bremst das ja die Großzügigkeit der Kundschaft. Da könnte was dran sein. Er macht wirklich keinen besonders sauberen Eindruck. Ich hätte da etwas Besseres für Sie, wenn Sie mir dafür den Hut überlassen. Stehen wohl auf alte Hüte. Klar, geben Sie mir was Passendes, dann können Sie ihn gerne haben. Ich habe hier diese polierte Schale aus Metall. Würde die nicht ein viel besseres Sammelbehältnis abgeben als der alte Hut? Zeigen Sie mal her. Tatsächlich. Das Ding ist robust und sieht auf jeden Fall viel schicker aus als mein alter Hut. Tauschen wir also? Sehr gerne. Hier, nehmen Sie das olle Ding nur mit. Danke. Ja, wunderbar. Warum nicht gleich so? Wird mir helfen, diesem Edison auf dem Presseausweis noch ähnlicher zu sehen. Da fehlt uns ja was, noch die Kamera. Übrigens, in der letzten Episode, wo wir uns zum ersten Mal mit ihm unterhalten haben, habe ich nicht so drauf geachtet, aber Freunde, die gerne Rick and Morty sehen, die Zeichentrickserie, dann erkennen die, dass das die Stimme ist von Rick. Gut, ja, die Kamera. Wenn man sich manchmal auf die Stimmen nicht konzentriert, dann merkt man es nicht, dass das eine bekannte... Ich meine, in diesem Spiel sind sowieso nur bekannte Synchronsprecher. Die Kamera. Wir brauchen ein Verbotsschild. Wir haben ein Werbeplakat, wie wir daraus wahrscheinlich so durchstreichen müssen. Das ist Verbot, aber wie? Das Büro des International Olympic Committee, kurz IOC. Moment, lass uns nochmal zum Museum. Ist da nicht, vielleicht ist da irgendwo ein Verbotsschild, ne, von wegen geschlossen oder sowas. Hier. Nee. Kein Verbotsschild. Aber, Moment. Ein großer Türgriff. Er muss mal rot gewesen sein, aber mittlerweile ist an vielen Stellen die Farbe abgegriffen. Okay, ich verstehe. Wonach sieht das aus? Rot und mit der Stich? Ich meine, gut, wenn dann müsstest du jetzt den Türgriff so, na, keine Ahnung, so 15 Grad nach links drehen, dann hättest du so einen Schräg. Okay, ich glaube, das ist eine ziemliche Farbe, die wir haben. Geht das?
So, jetzt ist der abgegriffene Türknauf wieder komplett rot. Mich stören eben solche Kleinigkeiten. Ja, mich auch. Ich bin ein Perfektionist. Das ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Okay, schön, schön, schön. Und jetzt machen wir einen Abdruck. Wenn ich das Poster kurz und fest gegen den Türknauf drücke, ergibt das ein interessantes neues Symbol auf meinem Poster. Ja. Wo sieht das aus? Seht ihr? Er hat das gedreht. Über dem Fotoapparat auf diesem Werbeposter liegt jetzt ein rotes Symbol. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Da kleben wir unser Verbotsschild. Und dann passen wir auf seine Kamera. Die natürlich wenden sich borgt. Ja. Hier. Und wir haben es immer noch, diese Werte. Okay. Gut. Ich klebe das Poster auf das Haltestellenschild. Dank der Zuckerschicht sollte es recht gut halten. Ja, das sieht ja wunderbar aus. Besser geht's nicht. Das Schild sieht wirklich täuschend echt und offiziell aus. Oh, du armer Tourist. Du. Guten Tag, Herr Graf. Sie schon wieder. Um nochmal auf das Fotografenbüro zu schauen. Sie werden es nicht glauben, aber ich habe hier tatsächlich ein Fotografenbüro. Herr Graf, Sie werden es nicht glauben. Eben habe ich entdeckt, dass es hier auf dem Pariser Platz tatsächlich ein Fotografierverbot gibt. Was sagen Sie da? Wo soll das stehen? Folgen Sie mir, ich zeige es Ihnen. Sehen Sie? Da oben. Unglaublich! Skandalös! Ich bin empört! Junger Mann, Sie müssen sich um meine Kamera kümmern, während ich die Angelegenheit kläre. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Graf. Ja, damals war doch die Welt noch in Ordnung, oder? Jeder hat jeden vertraut. Keiner hat sich Sorgen gemacht, dass jemand deine Kamera borgt. So wie Fenton. Und wieder lade ich mir schlechtes Karma auf. Da meine Beweggründe aber rein und uneigennützig sind, bin ich guter Hoffnung, dass mir vergeben wird. Ja. Vielleicht. Ja gut. Dann haben wir fast alles, oder? Dann. Wollen wir rein. Endlich. Ich schätze mal, du ziehst das jetzt von alleine an. Ich muss das nicht machen, ne? Einfach mit ihm reden. Ich bin's wieder. Können Sie sich nun als Pressefotograf ausweisen? Darf ich Sie noch mal fragen? Besorgen Sie sich im Büro des IOC am Pariser Platz einen neuen Presseausweis und bringen Sie Ihre Fotoausrüstung mit. Dann können Sie passieren, durch die Katakomben direkt zu den Wettkampfstätten gehen und Ihre Fotos machen. Danke. Ich wollte mich nur vergewissern, dass ich alles richtig verstanden habe. Und? Ich denke, jetzt habe ich's. Ja, ich auch. Bis später. Wiedersehen. Okay, dann geben wir ihm den Ausweis. Geht. Geht nicht. Okay, Fenton, was ist los? Kombinieren? Der Presseausweis dieses Journalisten Edison. Bei flüchtiger Betrachtung sehe ich ihm ziemlich ähnlich. Auf dem Ausweisfoto trägt er jedoch Spitzbart, Brille und Hut. Ach, der Spitzbart! Ja, aber wie kriege ich jetzt einen Bart? Ich meine, schon klar, Haare oder Fell, aber hier gibt's keine Tiere. Haben wir irgendwo Dreck oder das? Nö. Ja, wohin jetzt?
Ja, komm mal hier. Frau Spitzbart. Aber hier ist doch nichts. Vertrocknete Blumen. Ein abgebrochener Flaschenhals. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Ja, genau. Den haben wir noch gar nicht benutzt. In Blumen, ja, da war ja Draht. Aber die können wir hier nicht benutzen. Wo könnten wir den benutzen? Ist irgendwo noch Dreck oder sowas? Wo wir was abkratzen können? Okay, also hier haben wir nichts. Museum. Da fahren wir zum Museum. Aber hier ist auch nichts. In diesem Museum sind die Nazis mit dem Drachenauge verschwunden. Ja. Geh rein. Spitzbart. Also normalerweise würde ich Edding nehmen und uns einen malen. Da ist noch mehr Ausgang. Das, vielleicht dieser Handwerk. Na, das Handwerk, aber. Ja, lass uns mit ihm reden. Spitzbart. Hallo, ich bin's nochmal. Was kann ich für Sie tun? Das ist vielleicht eine Unmöglichkeit heute Abend. Naja, das hat mir, glaube ich, schon. Ja. Ich frag mich, ob es nicht vielleicht doch einen anderen Weg gibt, heute Abend auf den Empfang zu gelangen. Jetzt hab ich's! Wie ich schon sagte, nur die Goldmedaillengewinner, ihre Betreuer und wenige ausgewählte Gäste dürfen heute Abend ins Museum. Das können Sie mir ruhig glauben. Na gut. Ja, auf Wiedersehen. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich hier im Foyer noch ein wenig umsehe? Nein, solange Sie mich nicht bei der Arbeit stören. Prima. Frohes Schaffen noch. Ja, keine Sorge. Wir werden nicht mehr mit dir reden. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ihr angefangen habt, mit ihm zu reden. Als wir das erste Mal ihn betrachtet haben, da hat er gesagt, hey, ich kann mich nicht erinnern, dass der einen Spitzbart hatte. Ha. Wettern? Ja. Ich stutz dem Vieh den Bart. Er ist ja lang genug. Ja, jetzt siehst du wenigstens jünger aus, ne? So, dann haben wir jetzt Bart. Müssen das vielleicht... Nun kleben die losen Haare in einem Büschel zusammen. Ja, aber dann haben wir alles. Versuchen wir es jetzt nochmal. Und danke nochmal für dein Bart. So. Ich weiß nicht, reden? Ne, geben wir den Ausweis. Das geht ja nicht. Dann müssen wir reden. Ich habe nun alles, um mich als Pressefotograf ausgeben zu können. Edisons Ausweis, einen Hut, sowie die Brille. Und die klebrigen Barthaare des Agalis geben eine erstklassige Spitzbartattrappe ab. Ich verkleide mich jetzt und hänge mir die Kamera um, bevor ich wieder versuche, ins Stadion zu kommen. Von da an war es sehr einfach. Mit meiner Verkleidung und dem gefälschten Ausweis bin ich problemlos an der Wache vorbeigekommen. Dann musste ich nur noch die Umkleidekabine der englischen Mannschaft finden und nun stehe ich vor dir. Was willst du eigentlich von mir? Muss ja unglaublich wichtig sein, wenn du solche Schwierigkeiten auf dich nimmst. Da hast du recht. Wir haben nicht viel Zeit, deshalb komme ich besser gleich auf den Punkt. Ich habe gelesen, dass du als Führender des Zehnkampfs in den abschließenden Weitsprungwettbewerb startest. Ja, das stimmt. Nun, als Goldmedaillengewinner bekommst du eine Einladung zu einem Empfang nach dem Wettkampf. Der Veranstaltungsort, ein Museum, ist wegen dieses Empfangs geschlossen und außer den Gästen darf heute niemand hinein. Ich muss mich dort aber unbedingt etwas umsehen, und zwar so schnell wie möglich. Warum das denn? Du erinnerst dich doch sicher an Richard Weston. Klar, ihr wart dicke Kumpels auf der Akademie. Was ist mit ihm? Genau das möchte ich herausfinden. Er ist verschwunden.
und eine Spur führt in das Museum. Die Geschichte ist ziemlich kompliziert. Wenn wir etwas mehr Zeit hätten, würde ich dir alles erklären. Aber so bitte ich dich, mir zu vertrauen. Ich muss wirklich mit zu diesem Empfang in das Museum. Kannst du mich da irgendwie einschleusen? Keine Frage, ich würde dich natürlich mitnehmen. Alte Kameraden aus Sandhurst lässt man doch nicht im Stich, richtig? Danke, Glenn. Du hast was gut bei mir. Warte, Fenton. Es gibt da ein kleines Problem bei deinem Plan. Dass ich den Zehnkampf wirklich gewinne, ist gar nicht so sicher. Ich liege zwar noch knapp in Führung, aber der Weitsprung ist leider nicht meine stärkste Disziplin. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass der zweitplatzierte Erwin Huber beim Weitspringen an mir vorbeizieht. Er springt einfach viel besser als ich und hat mich dieses Jahr in dieser Disziplin immer geschlagen. Also wird dein Vorsprung nicht für Gold reichen? Ich fürchte nicht. Huber schafft ungefähr 25 Zentimeter mehr als ich. Jedenfalls liegen unsere Jahresbestweiten so weit auseinander. Wenn er also heute wieder eine konstante Leistung bringt und mir nicht der Sprung meines Lebens gelingt, dann reichen ihm diese 25 Zentimeter, um mich in der Gesamtwertung noch knapp zu überholen. Oh, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dir kräftig die Daumen zu drücken, oder? Stell dich doch diesem Huber vor. Vielleicht nimmt der dich ja mit auf den Empfang. Sehr witzig. Tut mir leid. Mir ist jetzt sicher nicht nach Späßchen zumute. Schon gut. Ich verspreche dir, mein Bestes zu geben. Wir werden schon sehen, ob es reicht. Lass uns gehen. Es ist Zeit. Also dann, Fenton. Ich muss jetzt raus zum Wettkampf. Bin schon viel zu spät. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Glück. Danke. Das werde ich brauchen. Leider kann ich mich auf Glenns Glück allein nicht verlassen. Meine Mission ist zu wichtig. Zur Not muss ich dem Glück ein wenig nachhelfen, damit ich heute Abend ins Museum komme. Ich schaue mich hier am besten erstmal gründlich um. Vielleicht stolpere ich ja über irgendeine Möglichkeit, den Ausgang des Weitsprungs zu Glenns Gunsten zu beeinflussen. Gut, meine Freunde. Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.